Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem schönen neuen Montags-Assassin's Creed Stream. Ist auch ein Wortungeheuer, das ich mir da gerade eben aus dem Mund geklaubt habe. Ja, an diesem wunderschönen, sehr aprilligen Montagabend. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut durchs Wochenende gekommen und habt den ersten Wochentag gut überstanden. Was wir heute machen werden, ist das, was wir immer ganz gerne machen auf dem Montag. Wir spielen nämlich Assassin's Creed. Hat der Titel jetzt auch wahrscheinlich schon ein bisschen verraten. Und ja, wir legen es ein bisschen mehr darauf an, in Story Mode oder in der Story ein bisschen weiterzukommen. Wir müssen ja irgendwann herausfinden, ist der Sigurd jetzt eigentlich wirklich ein Gott? Ja, was passiert, wenn man das Dorf voll hochgezüchtet hat? Und was ist eigentlich eines dieser Festmäler? Wie man sehen kann, ist Ostern zu Ende. Ich habe mich um gar nichts dieser Ostermoppets gekümmert. Und ja, bin jetzt bereit, mich um schöne neue Dinge zu kümmern. Bevor wir jetzt gleich ganz hart in den ganzen Schüssel einsteigen. Vielleicht machen wir noch eine kleine Kleinigkeit, um so ein bisschen reinzukommen. Und gehen dann aber vollkommen auf Story-Modus steil. Ja, und wenn ihr Bock habt, wir machen das jeden Montag, jeden Mittwoch. So lange müssen wir das Spiel durchhaben. Der DLC kommt, der erste DLC kommt im Laufe des April, glaube ich, raus. Oh, das ist doch sehr gut. Den kennen wir noch gar nicht. Oder? Den kennen wir gar nicht. Das ist hervorragend. Dann markieren wir ihn, reiten zu ihm oder ihr. Und machen ihn oder sie. Ja. Merkwürdige Anzeige, die es da eben hatte, aber nun gut, das passiert manchmal. So, voll am Stissel. Machen das auch, weil wir das auch machen müssen. Das bringt uns storymäßig ein bisschen weiter und bevor wir uns dann um Hunnewald und sein Anliegen kümmern, sorgen wir dann hier noch für ein bisschen Gerechtigkeit, machen vielleicht noch einen Skillpoint, also Meisterungspunkt oder wie die auch immer die jetzt heißen, nachdem wir den Skillbaum vollkommen freigeschaltet haben. Und ja, gucken dann mal weiter. Dann gewöhnt sich so ein bisschen beim Spielen dran, irgendwann. Was? Zu Fuß unterwegs? Was bist du da für einer? Was hat er? 280. Rovka? Rovka? Okay. Können wir die eigentlich auch sneaken? Nee, können wir nicht. Der hat ganz hart in sich. Ist er noch vergiftet? Nee, oder? Oh, können wir ihn zu Tode stoppen? Das wäre geil. Oh yeah, sehr gut. Dann komfort wir mal den Kill. Ah,
Alles klar, sehr gut. Cleaned all the rats in London. He took his time. They loved him, and he loved them. They lived freely. We came to see him for a scrub. Rats have a certain freedom, but they feed on shit. It's a coward's freedom. A Valhalla for the vanquished. Weird as fuck. Aber sowas für weird as fuck. Aber ich weiß, was ich damit hin soll. Serious Knife Tablet. Cool. Hey, das ist doch nice. Es fehlt noch einer von den Zealots. Enemies panic upon seeing Hrothgar's shiny pate or pate approaching. He takes particular joy in the sound of crunching bones, the skull best of all. The oil employs Hrothgar for any task requiring brutality. Vibrant ist in Jorvik, Needle ist in Jorvik. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann demnächst mal nach Jorvik. Okay, cool. The Oil. Den finden wir doch bestimmt auch nochmal. Gut, und dann... Das, was ich sagen wollte, ist, man gewöhnt sich eben irgendwann daran, schnell zu reisen. Machen wir mal eine Schnellreise. Und kümmern uns darum, was bei Hunobald passiert. Und chillen mal unsere Base mit ihm. Goodie. I need your eyes, my friend. Warum ist da ein Schlüssel? Was für ein Schlüssel ist da? Okay, wir müssen da in das Haus, wo das die Saufeskapaden sind. Wolfston Dorky, okay. Whatever. Haben wir auf jeden Fall nochmal einen Schlüssel gefunden. Ich glaube, ich habe Hunobald gefunden. So, this is Hunwald's safe haven. Though we be a Mercian Shire today. Okay. Basim? Das ist nicht Basim. Wer ist er? Who is the stranger? Eivor, come, sit. Schönen guten Abend, liebe Lisa. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, hervorragenden Bread and ale, please, Assassin's Stream. I have been discussing my gerade rechtzeitig situation with Alvgar here. Für den Story-Modus weitergegangen. He is a nobleman like me. One of Lincolnshire's sturdy thanes. Sturdy. Hunvold's okay. Idea of sturdy is a mug of ale that won't tip over. Alvgar has pledged his loyalty to my family, the House of the Ferocious Swan. With his influence and your might, we shall rid Lincolnshire of the ruffians who plague this land, once and for all. We're going to see your father, Hunvold. That's all. Indeed, Eivor. With speed and purpose, you are the axle to my wheel, the spark to my tinder. Okay, der ist ja sehr überzeugt von sich. Lisa, hast du eine Präferenz? Wir haben drei Möglichkeiten zu antworten. Do you have a plan? Ist Nummer eins. Our success depends on you. Ist Nummer zwei. Why is Elfgar here? Ist die Nummer drei. Möchtest du da kurz zu was sagen? Und ja, wie war dein Wochenende? Wie geht's dir? Wie ist der Montag für dich gewesen? Ist alles schmucki? Dann hau mal raus. Aus Success depends on you. You are the man who must reach his heart and lead him to reason. Are we talking about the same man? Your father is a spendthrift, Homeworld. He ran this shire into the muck. Oh, Alvgar, you jest.
Listen, I've come to escort you to your father's side. We go now, or I walk. Ah, yes, to Lincoln! Away! But with care. The road between here and there is teeming with brigands who wish me dead. You daft lump of lard. A single Dane will not protect you against the whole of Mercia's army. Ach ja. I think you're wrong, das ist schon auch ein bisschen Alfgar. Wild. And here she'll prove it. I'm hot for a fight, Snowdog. Give me half a chance, I'll stove your heathen face right in. Alles klar. Lisa, du hast tatsächlich die Wahl zwischen drei Optionen. Entweder wir kloppen uns mit ihm und sagen ihm vorneweg, if you wanna fight, let's fight. Oder wir kaufen uns raus und sagen, let me buy you a drink for 24/7. Okay. Oder wir sind so charismatisch, dass wir sagen, do not fuck with me, Lord Boy. Hast du was Schönes gemacht am Wochenende? War die Stimmung gut? Waren die Kinder zufrieden? Was gab's zu essen? Wir haben Freitag gar nicht drüber gesprochen. Alles klar, du willst sehen, wie ich mich prügel. Wir haben Freitag gar nicht drüber gesprochen, was es zu essen gibt. Hat er mich angefurzt und mit seinem Furz vergiftet? Okay, haben wir weggeknüppelt. Sehr gut. Before you kick up a fire. Jesus, my bones are aching. Could use a dip in the sea. Shut your hinge, Cheel. And stop dripping blood Cheel. In my hall. I told Hunwald to stay here. Where did he wander off to? Did you hear that scream? Sounded like Hunwald. He went out that side door. Okay. Hunwald's in trouble. They call this pasty whelp a lord. Oh, no. Look. Whoa. Leave him be! Jesus! He's brought a bloody Dane! This ain't worth the silver they stray in us. Pruned within an inch of my life, but I will survive. As you were, Eivor. Ich bin gar nicht dazu gekommen, die Stornattacke zu machen. Dann stoppen wir ihn. Stoppen ist auch gut. I live! I am alive! Heaven have mercy! Du bist begraben unter einem Leiche. Eieiei, das wird noch ein Spaß mit Hunwald. The Battle of Bottlestone will be remembered for years to come. Alfgar, we have won our first great victory. Hunwald, are you hurt? Hunwald ist ein bisschen. Never better. I. We should get to Lincoln as quickly as we can. Yes, yes, you're right. Let's depart. What horrible souls are hunting me? Me, the son of a beloved elderman. Was it naive to believe my status as a nobleman held some sway over the Chaerals and serfs of the... Gottes Willen, cool. Raven Mastery und dann Bear Mastery. Ja, komm echt voran hier. Hab ein neues Schild. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Schild-Fan, deswegen werde ich das jetzt auch nicht einsetzen. Look, boats there! We could sail the waters to Lincoln, sink the ships of any enemies in our way. What were you told when the guards exiled you? Oh, scraps. Wirklich sehr, sehr einfältig, oder? Er scheint mir ein bisschen sehr, sehr einfältig. Ah, oh, wir hätten gleich auf der rechten Seite bleiben können. Ja, mein Wochenende war ganz gut chillt.
horse, Perky. Film gesehen. Mercian soldiers then shackled me, rode me blindfolded to the River Wash and told me plainly, start anew elsewhere or face death in Lincolnshire. What did they mean? Oh, some nonsense about me praying for his death, hungry for his inheritance. Speak plainly, Hunwald. I cannot help you if I don't know the full story. You hold no grudge against your father? No, never. No, I suspect the order for my exile came from on high. Perhaps one of Burgred's final orders before he was deposed. That would surprise me. Ja, ich habe Film am Wochenende geguckt. Antebellum war nicht so ein guter Film. Ich habe mir ein bisschen mehr versprochen, aber okay. Perhaps you're right. It's too contained. It must have been King Alfred then. King Alfred of Wessex? That's another kingdom entirely. Yes, but Alfred has a fearful hatred of the Danes. He must have heard that I am courting one. A beauty who knows no equal. Your... Here's Lincoln. City of my birth, the cauldron of my present sorrows. Okay. Mercian guards everywhere. They follow me. Right behind you, Shadow Walker. My heart beats like the drums of your dragon boat. Hey! So be it! Okay. Nee, ich hab Antebellum geguckt und hatte mir von dem Film sehr, sehr viel mehr versprochen. Und bin dann leider einiges enttäuscht worden. Aber, naja, so passiert das manchmal. It was and should still be. Oh, to see it now fills my eyes with tears. Save weeping for prayers. We're not inside yet. One day I won't have to stroll in this town with my face hidden. I will walk proudly among the people I love. How was your father the last time? How can a place I once called home look so alien to me now? So harsh and unwanted. Ah, ich wollte den anderen zuerst assassinieren. I shall make you mine again. Ach ja. How was your father the last time you saw him? Hallo liebe May. He was quite poorly. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. A bout of illness would never bring him low. Did he think highly of you? Oh yes, yes indeed. The thanes and clergy. Stretch your wings, Sunan. Okay, da hinten müssen wir hin. As I was saying, oh yes, yes indeed. The thanes and clergy of Lincolnshire are not fond of me, but they do not yet know me well enough. Not true. Oh, ich muss den überall mit hinnehmen. The people of Lincoln are not welcoming to Danes. It's troubling, I know. Your folk are strong. Creatures straight out of stories and tales. We are also living people, Hunwald. Okay. Im Augenblick nicht mehr ganz so viele Gegner, dann laufen wir einfach mal da weiter mit. Ja, wie gesagt, der Film war von bescheidener Qualität, würde ich sagen. Aber das passiert halt manchmal. Bin ich denn nicht anonym?
Was mache ich bloß falsch? Was mache ich bloß falsch? Der regt doch gerade gar keine Aufmerksamkeit. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Warum zeigt er das auch an, wenn ich 20 Meter von meinem Ziel entfernt bin? Fällt mir gerade nicht. Ja, dass ich anonym sein muss, das habe ich verstanden, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade anonym werde. May, wir waren dabei. Hey! Besprechen. Wie unsere Wochenenden waren. Es kann sein, dass ich den Film Antebellum angesprochen habe. Wie war es denn bei dir? Hattest du ein schönes Wochenende? Und geht's dir gut? Ich scheitere gerade so ein bisschen. Wieso war denn dein Wochenende anstrengend? Ich weiß nicht, was ich mache hier. Ich muss anonym sein, aber ich werde nicht anonym. Und das stresst mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht so richtig, was hier passiert gerade. Lade einfach den Speicherstand nochmal in der Hoffnung, dass das irgendwas Gutes bringt. Ansonsten bin ich vollkommen raus. Ja, ich habe keine Ahnung. Warum gibt es hier eigentlich keinen Mond? Gibt es in Valhalla keinen Mond? Vielleicht ist das ja auf dem Mond.
Ist das Hunwald? Nee, das ist nicht Hunwald. Hunwald ist woanders, aber wo ist Hunwald? Ja, okay. Das klingt tatsächlich nach einem anstrengenden Wochenende. Sag mir nicht, dass ich anonym sein muss. Dann kriegen wir tatsächlich ein Problem. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber also ich weiß nicht, wie relevant das jetzt auch für mich ist. Weil wir jetzt ja schon knapp 130 Stunden Assassin's Creed gespielt haben. Aber es wird wahrscheinlich im nächsten Jahr keinen ultra harten neuen Assassin's Creed Teil geben. Sondern wir werden wahrscheinlich auf Valhalla aufbauen. Und da noch was draufsetzen. Sag mir nicht, dass ich anonym sein muss. Sehr gut. Deine Steuererklärung ist fertig. Ist das eine gute Steuererklärung? Body and soul. Tell my father his son has returned and in fighting form. It is urgent I speak with him. I'm sorry, Lord, but your father has been taken. Taken? What? When? Weeks ago, Lord. And well ill he was when they carried him off. I wish I could say more. Okay. Ah, Steuererklärungen sind scheiße. Ich krieg bei meinem fürs letzte Jahr krieg ich keine 250 Euro raus. Have you looked for him? Who took him away? Did he go willingly? 1. Also schon mal geguckt, wo er ist. 2. Wo hast du ihn das letzte Mal gesehen? Und 3. Vielleicht will der Schlüssel ja nicht zurückkommen. 3 hervorragende Optionen, wie ich finde. Ja. Ich habe am Wochenende ein bisschen Steuer gemacht. Das war. Ja. War okay. Das macht nicht ganz so viel Spaß. Aber ich habe im letzten Jahr auch nicht so viel gependelt. Das ist ein bisschen doof. Und diese merkwürdige Corona-Homeoffice-Pauschale, die bringt halt dann nicht so richtig viel. Aber ja, gut. Was will man machen? Da muss man dann zählen, an wie vielen Tagen man außer der Reihe Homeoffice gemacht hat. Auch ein bisschen albern, aber ja. Dann soll das halt so sein. Ja, wir haben immer noch 3 Optionen. Haut mal raus. Für all diejenigen, die neu am Schlüssel sind. Ausrufezeichen, Zufall und die Anzahl der Optionen. Falls ihr euch beteiligen wollt, aber keine eigene Entscheidung treffen wollt, dann sagt der Nightbot, was es für eine Option werden soll. Und ansonsten immer raus damit. Das hier ist ein Backseat-freundlicher Kanal. Zumindest wenn wir Assassin's Creed spielen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie wir es am Freitag machen. Was it soldiers or men of God? There were men with swords and those of the cloth and a healer too, one who had oft been a guest in this house, Galwina, one of the sisters my father put great faith in. He still has friends in Lincoln. That's a good sign. Bishop Hereverith among them. He's kept a vigil at the town hall, looking after things in your father's absence until he returns. Will we find trouble there, at the town hall? You mean soldiers and the like? Aye, there have been many, many more about since your father took his leave. Right, we'll find a quiet way in if we can. Okay, sneaky sein. Ja. Also am Freitag spielen wir Last of Us. He's an old fixture of my family's household. Loyal to the end. He helps run the place, and he's known me since I was but a little lordling. A simple fellow, but worth every pinch of his salt. Ich glaube, bei Last of Us gibt es nicht so viele Optionen, wo man sagen muss, hey, was nehmen wir jetzt, was machen wir jetzt? Von daher gibt es da, glaube ich, nicht so viele Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen können werden.
Aber ja. Ich freue mich schon drauf, ehrlicherweise. Last of Us ist ein, ich glaube, ein richtig gutes Spiel, um es zu streamen. Jetzt müssen wir ihn jedes Mal überall mit hinnehmen, oder was? Kommt er hier mit? Ja. Okay. Das führt zu nichts. Warum haben die Soldaten heute eigentlich alle so merkwürdige Anwandlungen, was das Gehen angeht? Okay, wir müssen da irgendwie reinkommen. Gehen wir mal rechts lang. Eieiei. Wir waren aber auch schon mal besser unterwegs. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir mit Hunewald tatsächlich eine ganze Weile brauchen werden. Sage, um den Shire beendet haben. Lincoln seems a good place to trade. Does he? The market is flush with goods. Nein, nein, ich wollte assassinieren. Ihr habt gesehen, dass der Pomp da war. Wieso hat er ein altes? Growing up, we never wanted for anything in my father's home. Bread and poultry and field fruits of all manner. I suppose this is where our servants purchased them. Lincoln's boon was ours as well. How often did you leave your house, Hunwald? Oh, from time to time. Yes. Ja, ich kenne das. Ab und an verlässt man auch mal das Haus. Man will oder nicht. Ja, heute ist wieder Mission erster Mensch. Archer, Herevrith, tell Lord Hunbeor his son has returned. My lord, you're well. Lord Hunwald, you should have sent forewarning of your return to avoid the violence that dogs you. Lives might have been spared. Why so surprised to see my return, Bishop? Was I rumored dead? Oh, worse than dead. It is my reluctant duty to report the rumor that you were lost in the north, bedding a Dane on some squalid farm. Okay. Oh, I'm not the Dane he's in love with, ist die Option Nummer 1. I'm only doing this boy a favor, ist die Nummer 2. Don't hide your elder man behind insults. Ja, wieder drei hervorragende Optionen. Ach ja. Für alle, die Bock haben, die Sachen nochmal wiederzusehen, ich habe auch einen YouTube-Kanal, da kann man sich fast 50 Videos zu Assassin's Creed Valhalla angucken, wenn man da Bock drauf hat. I have no patience for insults and rumor. We've come to speak with Lord Hunbeor. That's all. Lord Hunbeor has gone, I'm afraid. He would not say where to, but I'm sure he will return shortly. Once the storm has passed. What on earth do you mean by that? Ich mag ihn nicht. Your father feared for his life, Hunwald. In his weakened state, he could not defend himself. Not against the Danes. He's a creepy guy. How dare you? Eivor is above reproach. See this from my view, Hunwald. You arrive after a strange absence, with a hired Viking in tow, demanding to see your father. This does not, in my estimation, imply benign intentions. Glaubt ihr, wir sind da, um den Typen zu töten? He asked me to protect him, not to kill for him. If I meant you harm, you'd be dead already. Das sehe ich auch so. This is between the boy and his father. Ja, das sind doch drei
hervorragende Option. Will keiner so richtig heute drüber sprechen, wie der Montag war. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Ich habe heute Horizon mal auf meiner PlayStation 5 installiert. Ich habe das Spiel jetzt am Freitag zurückbekommen. Ich hatte das für fast 2 Jahre ausgeliehen. Und bin tatsächlich positiv überrascht, dass die PlayStation einfach so meinen alten Spielstand von PlayStation Plus runtergeladen hat. Heyo, lieber Bürgelmeier. Sag mal was. 1, 2 oder 3. Mach mal eine Ansage. Und dann erzählen wir mal, wie dein Wochenende war. Wir sind hier heute in der Selbsthilfegruppe und ich brauche ein bisschen Input, weil ich sonst nicht so richtig viel zu erzählen habe. Also ich könnte über Arbeit erzählen, aber das ist auch immer nicht so mega interessant. Our coming here has nothing to do with you. This is a matter between the boy and his father. I disagree. Everything this boy does concerns us. He's the son of our elderman. I all but raised you, lad, bounced you on my knee and taught you scripture. So when I tell you we don't know where your father is, nor why he left our hospice in his ailing state, it's because we don't know. Come, Abbas. Traubt ihn ja nicht. We should leave this young lord to his scurrying thoughts. There is nothing more of use we can say to him. Bist du unzufrieden, dass wir jetzt nicht den dritten Weltkrieg hier aufgeschworen haben? Wo du es schon verpasst hast, wie wir Decken getötet haben. I will have a look around, see what I can learn about your father. If my father spent time at the hospice here, the healers who work there may know something. Talk to them if you can. Find out what they know. Okay. Something on your mind? Eivor, I realize the strides you've taken to aid me. My oath to you will last an eternity. You will owe me a blood oath when all our work is done. Blood? Dear Lord. Wait here till I return. Okay, ich würde gerne nochmal mit dem Bischof sprechen. Can God speak through you, Herifrith? Can you tell me where the Elderman is? Our Lord is not a trained dog who speaks on command. My goodness. Okay, bei Gelegenheit töten wir ihn, oder? Das Kartenspiel zu LOL. Du meinst mit LOL League of Legends, oder? Und zu dem Spazierengehen, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr spazieren geht? Ihr müsst doch so langsam die Gegend bei dir relativ gut erkundet haben. Habt ihr dann Gegenden, die ihr, also habt ihr dann Wege, die ihr regelmäßig abgebt, oder variierst du das und sagst, okay, heute mal links, rechts, 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 links oder so und sonst links, links, rechts, rechts, links, links, links oder so? When did you last see the Elderman? Leave us be. It is not your place to be asking such questions. Ich mag die beide nicht. Sie muss ich nicht unbedingt töten. Ihn muss ich töten. Das ist mein erklärtes Ziel. Ach ja, du hast da hinten noch echt eine schöne Gegend. Um spazieren zu gehen. Echt jetzt? Ich kümmere mich nicht weiter um dich, weil du gleich sowieso sterben wirst. Idiot. Hunwald's father was recuperating here not long ago. Over here! Got an intruder, man! Duly impaled! Der ganze Sneak von ihm hat sich erledigt. Away with you! Hunwald's father was recuperating here not long ago. Someone may have seen him depart. Okay, das kriegen wir noch hin. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man die Sachen bei dir da nicht, dass man da jetzt nicht irgendwie lang geht und denkt, oh Mensch, alles langweilig. Wobei mir das beim Spaziergehen auch nicht unbedingt darum geht, mir die Gegend anzugucken. Das muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Aber ja. Und dieses Kartenspiel ist dann so ein bisschen wie hieß denn das von Blizzard? You there. Do you know where your elder man has gone?
I do not. Oder sowas wie And if you like your hide where it's Magic at, you won't PC? Ask that round here again. Okay, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was er gesagt hat. Where is the Elderman? Did you see where he went? I don't know. Elderman who? Sorry, I'm busy. Okay. Do you know where your Elderman is? I can tell you a few things, but not here in the open. Follow me. Okay, gut. Die dritte von dreien, die war das. Naja, ich war heute nur kurz draußen, um Getränke zu kaufen, also ich bin da voll bei dir. Aber so ist es irgendwie, so der erste Arbeitstag in der Woche, der macht schon was mit einem. Are you the head sister? Please, don't hurt me. These poor souls need me. Calm, sister. Lord Hunwald sent me. He asked me to speak with the people here. Hunwald? That's not a name I expected to hear again. No harm will come to you or those you care for. I'm only looking for your Elderman. I'd be risking my neck telling you anything. And if my head rolls, these sick and ailing folk will follow me to the grave. Your Elderman would agree. So the sooner I find him, the more quickly these prowling guards will leave your hospice. That's a pleasant thought. Our Lord was in a bad way here, and getting worse, in spite of our efforts. Then, quite against my instruction, some guards moved him out. I overheard them talking about a bathhouse. There's no working bathhouse in Lincoln. So, I gather they meant the old ruins just south of here, by the eastern walls. Ruins just south okay. of here. Okay, sir. I will look there. Thank you. I pray you find him. He's in desperate need of care. Sehr, sehr gut. Ja, wenn es noch nicht voll durch monetarisiert ist, ist es immer auch schön. Aus. Ja. Jetzt dahin. Notbetreuung gleich ab Mittwoch dann? Oder wie sieht es dann aus? Und betrifft das dann alle Kinder? Oder nur die Kindergartenkinder? Und wie sind da die Regeln dazu? Ja, ich dachte bei LOL war das Konzept immer, du brauchst dann neue, ich sag jetzt mal Avatare oder Mains oder keine Ahnung, ich habe das Spiel nie gespielt. Also neue Figuren. Oder war LOL quasi nur, ja, Chars, ja. Helden? Ich weiß es nicht, wise to let those Mercians nobles use our tunnels, if you ask me. What choice do we have? At least this way, they'll leave us be. They killed one of their own. What's to stop them from splitting our skulls as well? Because they fear us, see? No one takes us for fools. You got it? Remember, God punishes those who wish ill upon... Ich finde mich immer ein bisschen schlecht, wenn die da einfach so verbrennen. Und man merkt, dass denen dann nicht gut geht damit. Aber was soll man machen? Oh, du bist doch eine Schlüsselperson. Also nicht nur für die Arbeit, sondern so insgesamt. Explore das Badehaus. Die nehmen die Tunnel, haben sie. War das hier schon vorher drin? Bin ich hier schon mal lang gegangen? Also, ich muss hier, ich habe ja alle Schätze in. Was the Elderman fleeing to a hideaway beneath Lincoln? Doch, das war erst vor ein paar Wochen, dass wir hier unterwegs waren. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das im Stream war oder nicht. Wozu brauchst du denn ein Zitateboard? Okay, ja, okay.
zugegebenermaßen war nicht die großartigste empathische Leistung, die ich jemals hervorgebracht habe, aber vielleicht ist Zitatebot die nächste Aufgabe. Wenn ich den ganzen Steuerbums fertig habe, dann geht's für mich auch ein bisschen... Ja. Ich bin hier erst von der anderen Seite reingegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Stream war. More Mercians traipsing across our route. Can't piss from here to Bolingbrock without someone demanding some ungodly deal. All this traffic has made smuggling a difficult job. Smuggling will always be difficult. But I prefer it to paying tribute. Never again will we bend to the Mercian crown. What's going on? Jetzt habe ich alle auf mich aufmerksam gemacht. Alles klar. Mittwoch ist wieder Assassin's Creed Stream. Assassin's Creed Stream. Dann machen wir hier nochmal einmal. Dass wir uns nochmal schlecht fühlen, wenn die da alle so verbrennen. Ja. Wir waren hier erst. Aber wir sind von der anderen Seite reingegangen. Faszinierend. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Seppel? Mit dem. Mit dem Kartenspiel? Nur kreative Menschen hier. Machen wir uns mal hier raus aus der Kiste. Ja, Entschuldigung, ich hab nichts gesagt. Ich kann das auf jeden Fall aus dem YouTube-Video rausschneiden dann später. Da wird niemand erfahren, dass du hier warst. Okay, dann müssen wir mal hier lang gehen. Brauche ich dafür jetzt einen Schlüssel? Den Schlüssel, den ich noch nicht habe. Oder komme ich hier einfach raus, indem ich die Sache analysiere? A violent struggle between nobles and bandits. The bandits did not fare so well. Du bist meine Moderatorin, du solltest eigentlich bei mir sein. Du solltest jetzt eigentlich den Bürger mir rausschmeißen. A noble's cloak with the image of a swan. Looks like the elder men passed this way. Patreon ist alles, was ich habe noch im Leben. Ich stell mir doch an wie der erste Mensch, ey.
Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich den Schlüssel holen. Der war da irgendwo in dieser Höhle drin. Ich mache OnlyFans, aber nur exklusiv meinem besten Buddy Colt. Colty. Oh, der Schlüssel ist da irgendwo unten drin. Oh, da geht's noch weiter runter. I know a lonely door that would love to meet this key. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich irgendjemand meinen OnlyFans angucken möchte, aber das ist auch nur meine persönliche Vermutung. A new proposition. Orphan, we have received an offer from an unnamed Saxon requesting safe passage through the sewers to Bolingbrok. The amount is considerable, which leads me to believe they have something of great value they cannot afford to be seen with. Insist on seeing what it is before accepting their offer. If it merits it, double the amount. If they refuse, kill them. Lucian. A Saxon nobleman paid some bandits for permission to sneak through these tunnels on their way to Bolingbrok Castle. Als ich das erste Mal hier war, habe ich mich gefragt, warum die Tür zugeschlossen ist. Paid them hush money to let them sneak through these caves. When the time came, the bandits ambushed the nobles, but it did not end well for the bandits. In the struggle, the elderman's cloak was torn off, but he got away and headed east for Bolingbrok Castle. That's my best lead. Okay, dann gehen wir nach Bolingbrok Castle. Vor. Ich finde es gut, wenn man schon hier ist und sich fragt, warum geht die Tür nicht auf, wo ist der Schlüssel dafür, wo finde ich den Schlüssel? Ich meine, ich hätte es googeln können, dann hätte ich es wahrscheinlich irgendwann rausgefunden. Fresh air. Ja. Fresh air. Ich mag, dass mein Pferd immer hinter mir ist. Bestes Pferd aller Zeiten. Deswegen ist es eine kleine Zaubermaus. Ach ja. Bömi, hast du eigentlich schon erfahren, was wir Schönes am Freitag spielen? Ab diesem Freitag? Wir sind nämlich voll am Start und gar nicht zu spät. Also keine 8 Jahre zu spät. Und streamen das sehr, sehr erfolgreiche Indie-Spiel. Hast bestimmt schon mal was von gehört. Last of Us. War jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber wir werden am Freitag Last of Us für die Story und about this land, my friend. Okay, müssen wir noch ein bisschen weiter für den Story Freitag machen und ja, das wird bestimmt eine coole Sache. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich mich tatsächlich auch echt drauf freue, weil das Spiel trotz aller vielleicht auch spielerischer Qualität, die da an der einen oder anderen Stelle fehlt. Also so ist es jetzt nicht das beste Spiel. Ich wollte ihn assassinieren und das hat dann aber nicht... Das wollte er nicht. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wer das Ende von Spider-Man Miles Morales nicht gesehen hat und definitiv nicht das Lied I'm Ready von Jaden Smith hören möchte, weil das ist nicht mehr im Video, der kann sich auf jeden Fall auf YouTube das leicht gestrikte Finale von Spider-Man Miles Morales angucken, das wir am letzten Freitag gespielt haben.
Okay, wir müssen da runter und dann darüber. Hier, das sind alles Sachen, die wir... Oder die ich jetzt vor einer Weile schon mal gemacht habe. Ich meine, das Gute ist, wir müssen jetzt hier definitiv nicht auf Schätze achten. Ich habe schon alle Schätze aus Lincoln. Aber ja, das ist schon ein bisschen viel. Vor und zurück auch an der einen oder anderen Stelle, aber das ist ja nicht schlimm. Oh nee, echt jetzt? Ich dachte, ich wär's nicht. Er hat mich gesehen. Er hat mich auch gesehen. Machen sie alle kaputt. Was steht denn da hinten? Komisch da. Bei meiner Ehre, ey. Gut. Raven is not available. Oh. Ach ja, das ist sehr gut. I'm on the right track. Nee, kein Speedrun. Wir lassen uns Zeit und genießen die Story. Ich glaube, das ist das Schönste an dem Spiel. Ich glaube, das ist der Selling Point, warum man das dieses Jahr und heute spielen sollte. Besides, we ain't got it too rough. We can hunt in the walls of Lindsay. Or in Gottolston. Too right. I'm done with idle time. Grab some ale and let's skin some animals. Okay, wir legen uns nicht mit allen Mann. Wollen wir runter? Ich bin mir nicht sicher, ob ich runter will. Das ist die Remastered-Version auf der PlayStation 5, die dann mit den Schönheiten der PlayStation Pro, also PlayStation 4 Pro-Variante daherkommt. Okay, sind jetzt alle schon tot? Ist gut, dass ich meinen Feuerbuff habe. Oder meine Feuerfähigkeit, wenn hier alles voll mit Öl ist. Ich muss erstmal ein bisschen was essen. Das heißt also, wir werden die wahrscheinlich in der bestmöglichen. Also wir werden das Spiel in der bestmöglichen Qualität zu dem Zeitpunkt dann sehen. Und ich glaube, da haben wir einiges, worauf wir uns freuen können. Ich glaube, das nur auf der, in Anführungszeichen, nur auf der PlayStation 4 gezockt. Und da war es schon sehr, sehr hübsch. Ich glaube, das wird dann nochmal Genuss für alle Beteiligten. Alles klar. Das ist weird. Shall we begin the washing? Hey, who comes?
Welcome, stranger. Are you here to pay tribute to our Lord Elderman? Alles klar, vielen Dank fürs dabei sein und hab einen schönen Abend. Wir haben drei mögliche Optionen. Und vor allem ist Mittwoch. Wir haben drei mögliche Optionen, mit denen wir hier auf diese weirde Situation gucken können. Wir haben die Option Nummer 1. Were you speaking with him a moment ago? Die Option Nummer 2. Your Elderman appears to be dead. Oder Nummer 3. How long has he been this way? Und für alle, die keine Ahnung haben, sich aber trotzdem beteiligen wollen, die können gerne das machen, was dieser gemacht hat. Und die drei auswählen. Has been dry for some time, sister. How long has the Elderman been dead? Dead is such a drastic word. I like to think of my lord as transformed. Okay. Können wir sie töten? Können wir alle töten? Have you need ja. anything? Hunwood should know his father's fate. Why has your Elderman's death been obscured? I've seen all I need here. Wieder mal drei hervorragende Optionen. Ich würde tatsächlich eins oder zwei bevorzugen. Ich würde gern das Gespräch noch ein bisschen weiterführen mit Lady Crazy Eyes. Aber das ist nur mein persönliches Bedürfnis, dass das in der Richtung weitergeht. Alles klar, wir machen eins. Hunwald deserves to know the truth about his father's fate. He is owed an inheritance and deserves a chance to become Elderman himself. All in good time, I imagine. No, now. When the guards put him in my care, I was told to keep all this a secret. Until the appointed time. When I asked who gave these orders, they struck me. I wish I could say more. Was ist mit ihr? I have seen all I need to, but Hunwald will need proof. Of course. You're welcome to search through his effects, though I'm not sure what trinket would best serve your purpose. I'll find something. I do not know what this is, and I'd rather not ask. Yes, I thought the same. Troubling. Regnal Tribute Illuminated Text, the genealogy of the Anglian kings of the Lindsay. Our kings who under Godden Woden ruled shall be remembered. Their line is endless as the great sky, as they rule the land of Lindsay for the Britons and the Anglians alike. We kneel to them. Okay, das ist eine Auflistung. Okay. Aldrith oder Hunwald haben sie rausgestrichen. Okay, was ist das hier? Das klingt doch of musty clothing and a brooch with a crest. The house of the ferocious swan. This will do. I'll return this brooch to Hunwald in Lincoln. I hope the poor boy can withstand such ill news. Oh. Galwina's journal left him there, here, they did, weak and frail, carried him by his arms, feet, dragging him behind, dropped him on the floor with a thud, no way to treat an elderman, not right, but no better place for him, no, Lord Hanbeorth has found his way into my company, my tenderness I will share, it is what he deserves. Dried herbs and berries, crushed into powder. The time between my lord's departure and his burial is longer than usual. My lord must keep up appearances for his upcoming rites. Okay. Take care. And you. I shall take you to your family crypt at Nettleham within Lincoln. There, you may lay beside your forebearers, the great and glorious kings of old Lindsay. Please, do not desecrate our lord. I am Dane, not a cruel grief monger. Foul rat droppings everywhere. Even in death, my lord is a friend to all of God's creatures. Okay, das ist sehr, sehr abgefuckt. Aber gut. War hier noch was ein bisschen sexy war? Okay. Eieieiei.
Ab aufs Pferd und dann weitergeritten. Ich habe letzte Woche gar nicht darüber gesprochen, dass von May der Comic jetzt, zumindest die digitale Variante, veröffentlicht worden ist. Und dass man da einen Blick drauf haben kann. Heute sollte eigentlich bei demjenigen, der den Kickstarter organisiert hat, sollten die gedruckten Varianten aufschlagen von der Anthologie. Das weiß ich aber noch nicht, da habe ich noch keine E-Mail zu gekriegt. Ist auch alles nicht so schlimm, weil wenn die dann aus den Vereinigten Staaten von den USA kommen. Nein, 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 nein. Warum? Was ist denn heute los mit mir, ey? Ist mal wieder Montag. Ach ja. Genau, aber also für all diejenigen, die sich eventuell am Kickstarter beteiligt haben und noch nicht in ihren E-Mail-Fach geguckt haben, da sollte eigentlich ein Link zu der Dropbox erschienen sein. Ich weiß gar nicht, ob es dann später nochmal die Variante gibt, es digital oder physisch irgendwie nachzukaufen. Amerikanien, so heißt das. Ich komme da mal mit den Bezeichnungen auseinander. Weil das eine ist Kanadien, das andere ist Amerikanien. Aber weißt du, ob es nochmal irgendwann. Ich meine, man kann die PDF ja, oder man kann die wahrscheinlich auch irgendwie so formatieren, dass man die irgendwie bei Comixology oder irgendwo anders da mit ins Programm aufnimmt. Ja, danke. Moderatoren nicht nur, um Werbung für meinen OnlyFans zu machen, sondern auch für den Intelligenz. Eivor, what news? Your father is dead. Wait, what? The sigil of Hunbiorg's house. I found it near his body. No. No, this cannot be. He was strong, a pillar of Lincolnshire. He cannot be gone. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es Loot oder Nut wird, aber ich arbeite dran. Ich wollte mir eigentlich einen Streaming-PC kaufen, aber vielleicht kaufe ich mir auch einen Spiegelreflex. Do you hear me? I am a man and I am my father's son. Do not forget it. Okay. Wir haben drei Optionen. Keep steady, Hunwald. You've been lied to. Your Shire has no Elderman. Alles drei hervorragende Optionen. Ja. Ich bin tatsächlich ein bisschen. Also, es gibt eine Fernsehserie, die ich gerne gucke. 90 Day Fiancé. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Bezeichnung ist. Oh, wir haben zweimal die zwei. Ich weiß nicht, wie die deutsche Bezeichnung ist. Ich vergesse es immer. Irgendwie. Dating ohne Grenzen, glaube ich. Bei TLC. Und da gibt es einen, das ist der Colt. Oder Colton. Auch Colty genannt. Von seiner Larissa, glaube ich, war es. Und der hat einen OnlyFans. Und ich bin mir nicht sicher, aber warum? Aber ich habe eine morbide Fantasie und würde, also nicht eine Fantasie, aber ich würde mir. Ist egal, wir nehmen die zwei. For some time. That was obvious by the state of his corpse. Alles klar. Maybe er hier nur mit den guten Drops. One of you knows more than you're letting on. I'm sorry, Hunwald. I had already asked a priest to administer last rites when your father disappeared. What? Die haben den Tod weggetragen. I thought by some miracle he had survived. You lied to me! You silly sobbing mooncalf. Will you never grow up? Nur die Lord have mercy on that woman. She should have said something.
It was her duty. Ich möchte Herdefrith gerne ins Gesicht hauen. Wer möchte ihm auch noch ins Gesicht hauen? Is Hunwald your alderman now? The Danes should take charge here. King Cheowulf must choose a new alderman. Ja, ich bin was Dating ohne Grenzen in 90 Tagen zum Altar, damit ich es auch nochmal im Stream gesagt habe. Was das angeht, bin ich ein bisschen hinterher. Aber das ist, wer gutes Trash-Fernsehen gucken möchte, der ist da hervorragend aufgehoben. Das ist sowas, es gibt einen Podcast dazu, den ich jetzt nicht so intensiv höre, weil das ein amerikanischer Podcast ist. Und ich da so ein bisschen... Sehr gut, Lisa. Freut mich, dass der Zufall und du, dass ihr die gleiche Entscheidung trefft. Der ist halt einfach ein bisschen weiter voraus, der Podcast, weil der quasi immer bei aktuellen Folgen ist. Aber die Werbung, die sie dazu gemacht haben, die ist definitiv wahr. Man kann das nicht gucken, ohne dass man eine Meinung dazu hat. Und das ist das absolut Schöne, dass man da sitzt und sich denkt, nein, ich hasse dich. Oder nein, du armes kleines Mädchen. Oder wie auch immer. Also von daher ist es schon ganz cool. Dann nehmen wir mal die Eins. Ist Hunwald your alderman now? Hunwald was the son of an alderman. Will he take his father's seat? The title's not hereditary, but he can plead his case before a Shire moot. King Cheowulf must then ratify the decision. Oh, Cheowulf's Sohn ist tot. A moot is a meeting of lords. We convene from time to time to steer the course of our Shire. It was always my intention to convene a moot, but between our troubles in Lincoln and the bandits' raids, we slipped into a pattern of convenience. We Norse have a similar custom. I don't trust anyone that is Shire. Will Hunwald be safe until the Shire moot? Das sind alles drei hervorragende Sachen. Ich würde auch niemanden trauen, die sind alle doof. Fernsehgucken ist bei mir im Augenblick auch mega weit weg. Also ich bin am Samstag habe ich aus Versehen RTL eingeschalten. Also ich wollte ursprünglich eigentlich mal gucken, ob ARD oder ZDF irgendwie die Beerdigung von Prinz Philipp übertragen. Das muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, dass mich das tatsächlich so ein bisschen interessiert hat. Da war ich aber noch viel zu früh dran und habe dann auf RTL geschalten. Und ja, die hatten da eine Sondersendung und dann hatte ich abends den Fernseher nochmal angemacht und dann lief da Thomas Gottschalk. Ich habe mich freigestellt, was macht Thomas Gottschalk eigentlich wieder im Fernsehen? What we call an Alding, an assembly of good folk. With so many like habits, there should be. Die Beerdigung gab es, glaube ich, live, ja. Entschuldigung, May, ich habe gerade geklickt, da kam deine Nachricht. Apart from Hunwald, who else will stand for the Elderman's seat? If I may be so bold, I should like to put my name forward. Under my care, this Shire has found some peace this past month. I will offer my name as well. My family has ancient ties to this land. And I am proud to say I have forged quite a friendship with the Danes to the north. Good. My priests will spread word of the moot across the Shire and will convene in a few days' time. Do visit my estate, Eivor. I have something for you. Something I think you'll enjoy. I'll find the time. Eivor, a word, if you don't mind. Is the word Christ or pagan? Oh, I deeply regret my churlish ways when we first met. I did not treat you as my God commands, with kindness and love. Love is a difficult feeling to command. Yes, quite. In any case, thank you for putting this mystery to rest. I do hope we'll see you at the moot. With Hunwald's death an open secret, Hunwald's enemies may strike again. I should find him before they do. Archer went to console him. I should follow her. Okay, wir haben multiple Quests. Okay, wir kümmern uns erstmal um Acha. Acha. Ah.
Okay, dann bringen wir die Wache mal nicht um an der Stelle. Archer, where is Hunwald? I tried to console him, but he pushed me away. I love the boy, I do. But I fear what would happen if he took his father's title. He's fragile and scattered. I saw him ride north, following the paved Roman road, to the old tall tree where he often passed time with his father, I imagine. You broke an oath to your ward, who put you up to this grand lie. I have nothing more to say to you. Oh. Eins oder zwei? Ich glaube, ich finde die dritte Option finde ich nicht so gut. Ich mag immer lieber mit den Leuten mich unterhalten, als dass ich dann den nicht noch eine dumme Frage stelle. Alles klar. Nehmen wir die Eins von May. Hunwald loved you like family, and you lied to his face. In my way, I was trying to protect him. Oh, Saint Cuthbert, give me strength. Oaths and ale work better than your prayers and saints. Knock the birdie off his poop! Kick the coward off! Was ist denn heute los mit mir? Ich setze den zweiten Anschlag setze ich immer nicht richtig. Okay, Schweine laufen davon. Gut. Kilometer heißt, wir nehmen mal wieder Sauermaus. Da geht mir der Sauer aus. Von meiner kleinen Sauermaus. Ich finde die Vorstellung weird, dass Thomas Gottschalk immer noch im Fernsehen zu sehen ist. Der war schon vor 20 Jahren alt. Und ehrlicherweise, ich verstehe, warum er gesagt hat, nachdem der Junge sich da bei ihm in der Sendung in den Rollstuhl gesprungen hat. Dass er sagt, nee, das machen wir nicht. Wobei das natürlich auch eine extrem dumme Entscheidung war, zu sagen, okay, der darf hier über Auto springen, aber. Ja. Ja, Thomas Gottschalk ist mega alt. Lisa, du bist heute sehr nah am Zeitgeist. Das gefällt mir sehr gut. Also von die Verzögerung scheint nicht so groß zu sein. Ja, also der. Let's see you, old friend. Okay, da ist der alte Baum. Da müssen wir hin. Ich verstehe, dass er Wetten, das aufgegeben hat. Ich verstehe nicht, warum er wieder zurück ins Fernsehen möchte, weil er, glaube ich, doch alle Möglichkeiten hat, seinen Lebensabend so zu verbringen, dass er jetzt nicht unbedingt sein Gesicht im Fernsehen halten muss, oder? Also bin ich da zu naiv, oder sehe ich das falsch? Hello? Eivor? Is that you? Eivor, what a pleasant surprise. Would you drink with me? Hunwald? Come, sit. Stay with me a while and contemplate. Contemplate the view. Jetzt habe ich ein bisschen Mitleid mit dem Guten. You're grieving, I understand. Pull yourself together. Let's have a drink together. Okay, you're grieving, I understand. Easy with your grief, Hunwald. If you're not careful, it's a poison you'll bear in your blood for the rest of your life. No need to worry. For I have found the antidote for it. Do not gorge on grief, nor give in to sadness.
But let your aching love light the mead of your eyes and lead you to triumph. That is quite lovely. My father would have liked you. He liked all those who could swing a sword and speak a verse with ease. Oh, das ist auch eine interessante Auswahl, die wir jetzt haben. I would have liked him too, I think. No, he would have hated me. Schluck, schluck, schluck. Trink ja auch genug. Und was nehmen wir? 1, 2 oder 3? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich verstehe, dass es immer gut ist, auch mehr Geld zu haben, so. Auch wenn man Thomas Gottschalk ist. Aber muss er ja nicht. Der sieht immer so fertig aus, der gute Junge. Wir haben eine 3 von Lisa. Also, der hat auch so merkwürdig. Also, der hat so ein bisschen auch die Sprache verschliffen. Das klang irgendwie sehr interessant, was er da so zu erzählen hatte. Aber das ist auch nur mein... Oh mein Gott, ist Thomas Gottschalk besoffen im Fernsehen? Gut, dann nehmen wir mal die 3 von Lisa. Und nehmen mal einen Humpen hier. Ich habe mir überlegt, ob man Detroit auf die Art und Weise spielen kann. He and I used to wander up this way all the time. He would take me hunting, and I would catch the most wretched little things if I caught anything at all. I was a rubbish hunter. But he always said he was proud. Each and every time. A toast. A toast to your father. A toast to you, Hunwald. Or toast to Lincolnshire. Diesen ganzen Dieter Bohlen. Toast to sweet memories. I got your picture. I'm coming with you. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal darauf komme. Diesen ganzen Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk-Pumps habe ich nicht mitgekriegt. Ja, oder? Die 1 nehmen wir. Außer May hat jetzt noch Einwände, aber ich glaube, die stimmt uns dazu. To your father, Lord Hunbeorth of Lincolnshire. He may have dwindled from this world in death, but in life he was as stalwart as this tree. A wise old oak. Yes. Skull. Skull. It was never face. And then my father says, it's the right goat, but it's the wrong end. Was? Ich finde es interessantes Stilmittel, mit einer Pointe zu enden, oh, zu dem man den also mit einer Punchline zu enden, wo es das Setup nicht kannte, mitbekommen hat. Father would have liked her. Right. Your Dane Lady Love. She sounds lovely. Too lovely to be real. You know what? We should visit her. We should go to Grimsby. Yes, yes, there's no time to lose. After you. Dann nehme ich auch mein Pferd, du. Nothing like drinking and riding to jostle your troubles away. And the contents of your gut. Ich nehme mal seinen Schlüssel nicht mit. Oh, aber wir gucken uns das auf jeden Fall an. Now. Swanborough. Drunk riding. Ah, good. I can continue. Now come and enjoy the splendor of my shire. You Saxons and your tiny splendor. You have never seen mountains, have you? Or deep fjords like a giant's axe wound. Or towering falls that steam in the dead of winter. Snow sparkling like a blanket of jewels. That is splendor. Well, if your homeland is so splendorful, why come to England at all? You cannot grow crops on a blanket of jewels. Very true. I'll admit, your countryside does take the breath away. Quite so, quite so. I love this land.
And should I follow my father's footsteps, I shall do my solemn duty to protect her. I know many think me foolish, inexperienced, but I would ask that they judge me by my future hopes, not my past reputation. If I am given sway over this land and show myself to be a poor leader, shame me, punish me, of course. But give me that chance. My God, I just want to have that chance. Nee, das Automatikfett ist gerade nicht dabei. What was that? Birds, Eivor. Has no one told them today is a day of grief? Shh, quiet. Stop here. Something isn't right. I'll find the trouble before it finds us. Eivor, I am sweating from pit to toe. Do not leave me here. Hush. Stay calm. Da wollen die mich einfach überfallen. Die bösen, bösen Männer. Da ist auf jeden Fall auch noch einer, oder? Ja. Ist aufregend. Das ist tatsächlich auch ein gutes Zitat. Das ist besser als mein, dass mir das leid tut, wenn ich die Leute da verbrenne. Ja, das müsste es doch gewesen sein an der Nee, den habe ich schon tot gemacht. Mal gucken, ob wir einfach weiterreden können. Reiten können. Ich nehme Zaubermaus. Now you pay for your sins! Now! Ach, okay, hier waren doch noch Leute. Oh, da ist noch einer hinten bei Hunwald. Kennt ihr gute Zitate, Mods? Ach ja, ich hab gedacht, das ist nur ein kurzer Abschnitt. Bisschen voll. Ja, das hab ich doch gut gemacht. Dann holen wir die Pferde und dann gehen wir wieder weiter. Aber die da hinten sind die Pferde. Vielleicht nehmen wir nur sein Pferd, vielleicht steigt er hinten. Ja. Twice they tried to kill you, Hunwald.
and twice failed. We had luck, but if you're not more careful, they will succeed. Someone in Mercia wants you dead, blau, das du da hast, Lisa. And they'll kill anyone in the way to see it done. Yes, including my dear Swanborough, my lady love. Come, let us hurry away. I am serious, Hunwald. Are you hearing me? Plain and clear. Follow me. Hunwald, are you sure this place is safe? The safest spot in the Shire, yes. Here I am with a chance to be Elderman, but I have yet to prove myself worthy. To you, to the Shire, to her. I can do nothing without my darling lady. You've made me realize how much I've neglected her through this fatal stupor of mine. This I must see for myself. Ach, er läuft da wie so ein Hobbit, ey. Hallo, Frodo. Was machst du denn da? Steig doch auf dein Pferd auf. Sind wir jetzt ewig unterwegs mit ihm? Oder nicht? Steig doch auf sein Pferd. Okay, das hab ich mir selber zu schreiben. Ich hätte auch einfach dafür sagen können, dass er nicht überfallen wird, aber manchmal weiß man es halt auch nicht besser. Ah. Haben wir hier irgendeine Anzeige? Hier. Bevor wir ankommen, hier noch mal kurz noch shoppen. What can I get for you? This could help you in your travels. Glad to replenish your stock. You look stronger already. You always bring finished. Hat sie graue Augen? Das ist so ein bisschen cool. Oh, er ist schon ein bisschen weiter gelaufen. Sehr gut. Oh, thank the heavens! There she is! Das ist seine Freundin. Okay. Ist sie traurig? Hunwald, I thought for sure you'd be dead. Why didn't you send word? It has been far too long, my little jewel. I'm so very sorry for that. I'm fine, my love. I wilted without you, but still I grow. And who is this? Oh, sie ist schwanger. Yes. I am proud to present Eivor of the Raven Clan. Hello, Eivor. A pleasure to meet you. It's good to meet you as well. I don't have time to chat. You make an interesting couple. Eins oder drei, finde ich persönlich. Eins oder drei. Worauf habt ihr mehr Bock? Lisa fühlt sofort die Liebe. Das ist schön. Okay. You make an interesting couple, sagt you really have been courting a date. It's a side of you I did not expect. People say we're an odd couple. I do not care much what people say. As every boat needs an anchor, every man needs his Swanborough. The light of my life. Eivor has been my champion as I stake my claim in Lincolnshire. But I'm afraid it hasn't gone as well as I'd hoped. What's happened? My father is dead. Died of a cruel disease, apparently. Then shunted off to a cellar for burial. Oh, my love, I'm sorry. And someone in your shire wants to make sure Hunwald follows his father to the grave. Let them try. I'll cut their throats. A shire move will soon be held. Hunwald should stay here out of sight until he can attend. What if I left it all behind, my love? Forget my father's seat. What if I stayed here with you? Just the two of us. Just the two of us. Hunwald, no. The Shire must be led with courage and heart. Follow in your father's footsteps and lead the Shire as he did. Oh, she's supportive. Listen to her
ist die 1. We had a deal ist die 2. You need to rest ist die 3. Wir haben ja schon echt eine Menge Figuren in diesem Spiel getroffen. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Umfang das Drehbuch oder die Story, das Skript für das Spiel hat. Und wie viel Bände das hätte, wenn man es drucken würde. Listen to her, sagt May. Gucken wir nochmal, was Lisa dazu sagt. Ja, wieder Einigkeit und Recht und Freiheit. Einigkeit auf jeden Fall. You lack, you have in Swanborough. Heed her Fraternité. Advice. Yes. If anyone can lift my spirits in time for the Shire moot, it's you, my dear. Come inside and rest your bumbling bones, love. Be well, Eivor, and thank you. Dafür bin ich da. Dafür bin ich Eivor. Keep watch over that one. Men have come for him more than once. My blade will keep him safe. I do not doubt yeah! I like her. I really like her. Wir machen neuerdings so viele. Also von diesen Mastery Points haben wir jetzt seit Mittwoch 20 gemacht. Ich habe ein bisschen Offstream noch was gemacht. Also vielleicht erkläre ich das noch mal kurz, was ich Offstream gemacht habe. Bevor ich sage, wie wir die letzte halbe Stunde machen. Hier gibt es hier diese Mobbits, die man sich angucken kann. Und ich habe hier schon eine ganze Menge, wie man sehen kann, komplett freigeschalten. In Nottinghamshire und Leicestershire und so weiter und so fort. East Anglia. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist Essex. Das haben wir jetzt auch vollkommen freigeschalten. Und das habe ich Offstream gemacht. Dann gehen wir, das war eigentlich das ursprüngliche Ziel, hier rein, folgen der Quest und sprechen mal mit Elfgar. Und schauen mal, was er uns zu erzählen hat. Wir reiten hin mit unserer schönen Sauermaus. Ach ja. Wirklich ein schönes Spiel. Hätte es nicht schöner machen können. Also ich hätte es überhaupt nicht machen können, aber schön hätte ich es erst richtig machen können. Steht da sein Pferd noch rum? Aber das war doch eben noch woanders. Habe ich das falsche Pferd? Nee. Das ist ja sein Pferd, ist mir gefolgt. Naja. Es ist schön, aber ein bisschen buggy ist es auch, das Spiel. Ich bin ganz froh, dass wir um so ganz, ganz harte Sachen irgendwie dass wir uns da bisher drum drücken konnten. Auch wenn die eine Weihnachtsquest komplett durch den Wind war, aber ja, das passiert mal. Oh, der war schlecht. Oh, war der schlecht. Ich würde versuchen, jetzt noch diese Elfgar-Quest am Ende fertig zu machen. Mal gucken, wie lange das dauert. Und wenn wir damit fertig sind und noch ein bisschen Zeit haben, obwohl ich jetzt nicht ganz von ausgehen würde, dann würde ich vielleicht nochmal so eine kleine Nebenquest machen. Und jetzt ist es vielleicht 20.40 Uhr. 20 Minuten machen wir noch. In der Hoffnung, dass wir da bis dahin noch ein paar... Ja, sehr gut. Ein paar Sachen fertig kriegen hier. Irgendwann mal herausfinden, was mit... Ja, mein Pony ist sehr, sehr schnell. You killed him! Die! Warte mal, hier waren wir doch schon mal und haben den einen Fuzzi hier hingebracht. Den einen Bruder, oder? Mir das nur so bekannt vor. Ja. Ich sollte aufhören, Pfeile zu verschwenden. Was haben wir denn noch? 22. Okay, bei nächster Gelegenheit greifen wir mal in den Pfeilvorrat und nehmen mit, was wir kriegen können. Elfgastun.
Eivor, I'm pleased you came. Warum ist hier überall der Boden so feucht? Welcome to my estate, old friend. Wir sind keine alten Freunde, dude. It's an impressive amount of land you oversee. Quite right. I often get lost swimming to my island in this flowing sea of wheat. You're quite a wealthy man, then. It's more a lake, I'd say. You said you had something to show me. Ich habe auch gute Optionen hier. Sehr, sehr gute Optionen. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. It's more a lake of wheat, I think. I beg your pardon. If we are to be friendly, Alfgar, you should laugh at my jokes. Yes, you Danes and your sense of the absurd. It's marvelous, quite marvelous. You said you had something to show me when we last spoke. What did you mean? Yes, I did. Observe. This fine specimen belonged to our beloved elderman, Hunbeort, before his untimely passing. He left it here when we last hunted together. I now wish you to have it. Hä? Okay, ich nehme mal Lisas 3 von eben und setze sie einfach sofort um. If this belonged to the elder man, shouldn't it go to Hunwald next? I suppose so. But I thought you a more fitting recipient. You'd know how to use it. Now, now, take it and come hither. I have a rousing hunt planned for the two of us. Will er mich töten? Leave aside talk of politics and shire moots. Let us enjoy the fruits of my land together. Trauen wir Elfgar? Mögen wir ihn? Both, if you like. Whatever you fancy. I'm generous with the yields of my estate, as you will see. To be plain, Eivor, a great bear has been badgering my estate for weeks. I must do away with it. If only to prevent a future tragedy. You brought me here to hunt a bear. Yes, and I'm so pleased you agreed to come. I suspect you know better than most that I have what it takes to lead this shire. Though its line of kings is all but ended, the people of this land still teems with life, with promise. But today, the shire languishes. It needs the guidance of new blood. Like me. Sorry? I'm the definition of new blood. It may be I should put my name in for ja, nee, koscher ist er definitiv nicht. Ah, there it is, that dark sense of humor. Blunt as a hammer, eh? Like the one carried by your thunder god. I don't recall the name. Go on. Chris Hemsworth. What I mean to say is, I enjoy the company of your people. Or people like you. What little I've seen of them. And I don't care what stuffy fools like Herefriv and Hunwald say. You Danes are damned decent people. Not dense at all. Kind of you to notice. Okay. I remember when the Danes first arrived, not long ago. The locals were terrified, not of being raided. Are we hunting, Elgar? Or is it your hope that I'll braid your hair? Hunting, definitely! The bear's lair should be nearby. Oh, yeah. Ah, my old friend Grimm. How wonderful to see you here. What a pleasant surprise. What surprise? I came as you requested. Yes, and how is Grimsby? How are all the other Danes? I can't speak for all Danes, but I am well, and itching for a hunt, as you made plain in your message this morning. Yes, that's right. Very good. Speaking of Danes, I'd like to introduce you to Eivor. Perhaps you know each other. Er ist very, very fishy. Also ich bin für Hunwald. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich sehe jetzt keinen Grund, den Herrefritz zu unterstützen. Und er macht mir hier den Eindruck, als ob er irgendwie sleazy greasy ist. Wir haben 3 Optionen. Well met Grimm. I'm from Norway. In fact, Alfgar is eager for us to meet. Zwei oder drei würde ich fast persönlich präferieren. Habt ihr auch Präferenzen?
May sagt 2, dann nehmen wir mal eine 2. I am Norse, actually. Something you might learn by asking. Well met, Grimm. Glad to have you along. Hey, Leivor. Did he lure you here as well with the promise of a hunt? He... Yes, hunting a bear. That's the point of all this. We're hunting, I promise. There's a cave just up the Warum hill there. Ist er Jafar aus Aladdin? If the beast is as large as Elfgar claims, it'll take all three of us to bring it down. I'm game. Let's get a new fur cloak, shall we? There's all manner of beasts in this forest. If we don't find the bear, we'll find something worth our supper. I have a divine rule over the land on my estate. God shall provide. Have no worry. This is the threshold of a beast's home. There's no doubting that. That's the bear. Wolves. Was? Habe ich gerade noch gesagt, dass ich froh bin, dass wir in keine Major Glitches reingelaufen sind und Bugs? Und dann glitschen wir so doof an die Decke. Ich weiß gar nicht, ob wir... Nee, Winnie Pooh war in einem... Ist hier so langsam? Komm doch mal her, du Spinner. That smoke. My God. My estate is burning like a twig. Soon to be a sea of fire. Eivor, you're skilled enough and I can't tell you how to handle this, but please, my God, help me with this. I'm in this fight with you. A clutch of puny Mercians don't frighten me. My people are fleeing. They must get to safety. Someone waited until you were away to set your world aflame. I'll send them straight to hell! Marauding! You're gonna die! Elgar is bloody dead! Burn them! Search everyone! Then burn them when you do! Come, Robert! How do you do this? Eieieiei, was ist denn hier los? Okay, ein paar Leute sind noch da. Lass mich doch von dem nicht mit der Axt kaputt machen. Down you go. Die. You're mine. Okay, ich hab mich auch von der Axt gemacht. Aber nur, weil ich ihm helfen wollte.
der uns jetzt ganz dolle mag, weil wir ihm geholfen haben. The men who would see you burn are dead. Let's get these fires out. Agreed. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt sympathisch finde oder nicht. What a mess. A sea of ashes. I thank you, Eivor, for doing what you could. You're a man of many riches, Alvgar. You can rebuild. To be sure. But I do not look forward to the toilet. Sweet Lord in heaven! The bear is returned! The Shirewood will start soon. I should return to Lincoln to see that it goes well. Das war aber ein einfacher Bär. There you see! Didn't I promise you a rousing hunt? Brilliant! Simply brilliant! Okay, ich weiß nicht, was ich von Grimm halten soll. Aber ich glaube, das ist doch ein guter Anfang. Hier haben wir alles. Dann lass mal hier reisen. Wir machen storytechnisch heute nicht weiter. Wir machen jetzt noch ein bisschen Kleinkram, bis es um 9 ist. Oder vielleicht auch ein bisschen später. Wir sind definitiv nicht mehr in Lincolnshire, das verspreche ich euch. Ich glaube, wir müssen definitiv hier runtertauchen. Ah, okay. Das war einfach. Letter smelling of salty dried tears. Dear Bishop of Canterbury, I sent you this letter, for you must be closer to God thanking Alfred, who has sent dogs to chase me. I've been accused of theft and compromising the Saxon country. I love. If you are born different, the world conspires against you to keep you. Please pray for me. But God make me in his image. Jagged forms have a beauty. We as mortals are only beginning to understand. They are shattered melodies. I'm meant for the mouths of angels. I was hungry and did what I must. The share on the earth bounty of sheep. Now I find myself in a charming guest gate for him to welcome me to heaven. Aiming to this cruel world is distinguished Bierburg. Interessant. Haben wir Bierburg gefunden. Oder noch ein bisschen was Titan. Wir sind so voll mit Titan. Vor 5 Wochen war das noch unvorstellbar, dass wir so viel Titan über haben, wie wir es jetzt haben. Jetzt tatsächlich echt den Bogen behalten, ja. Finde ich eine interessante Vorsorge. Ja, ich brauch mal Akzenttraining. Mei, du bist doch so schlau und kannst alles. Kannst du mir bei meinem Akzent Game ein bisschen helfen? Oh, wenn es eine Sache akzentmäßig gibt, die ich wirklich, wirklich nicht so richtig gut finde, dann ist es, wenn in deutschen Hörspielen ein englischer Akzent passiert. Wenn Bibi Blocksberg in Amerika ist und die sprechen und alles so, oh Lisa, hey, habt ihr noch Zeit für einen weißen Büffel? Wollen wir noch, oder für mehrere Büffel? Wollen wir noch ein Biest wegmachen? Habt ihr noch Bock auf ein Biest? Das kann vielleicht ein bisschen länger dauern als 4 Minuten, aber wollen wir das machen? Bitte, bitte. Sag mal einer ja. Diese ganze Büffelherde, so wie das aussieht. Klar. Oh, das kann ein bisschen länger dauern, ja. Oh.
wird ein bisschen länger, glaube ich. Sehr gut. Eins von den Viechern erledigen. Fähigkeitskills auf jeden Fall schon. Chill sein, chill sein, chill sein. Den guten Schaden müssen wir jetzt durch. Ich hätte echt gern ein bisschen mehr Ausdauer. Ich bin hier gerade nur hergekommen, um mich von dir töten zu lassen. Letzten zwei Sekunden der letzte Mensch. Oh yeah! Alfred's Pantherphone. Cool. Yeah, sehr nice. Richtig viele Pfeile haben wir nicht zurückgekriegt. Aber wir haben auf jeden Fall nochmal einen Skillpoint, den können wir dann auch gleich hier einsetzen. Dann holen wir uns unseren Rinderkopf noch über unsere Festmahlhütte ab. Hey, yeah, das war cool. Wir sollten immer am Ende von dem Stream dann nochmal irgendein Biest finden oder einen Dränger oder irgendwie sowas. Ich hatte tatsächlich am Wochenende noch ein paar Sachen angeguckt und gehofft, dass ich irgendwo noch was erfinde. Und dann ist das erste, wo wir drauflaufen, ist er. Ja, ich find's auch ein bisschen Pock, ehrlicherweise. Pockers. Auf die gute Art und Weise. What impressive! Never seen anything like it. Wildcats are the weird. Das ist das Letzte, was uns noch fehlt bei den Dingern hier. Aber wir kriegen noch keine Lines of Wessex. Okay, beim nächsten Mal müssen wir in Wessex suchen.
Nothing else. Was haben wir? I brought something for you. Hunter deliveries. We always have need for this. This will be a great help. Alles klar. I'm looking for this. Ein paar Sachen, die uns noch fehlen. Excellent. Aber gut. Done for now. Yep. I'll see you later. Ich muss mal weiter. Hope to see you again soon. Das ist ein schönes Ding. Sehr, sehr schön. Alles klärchen. Ich glaube, das ist eine gute Stelle, um hier Feierabend zu machen. Wir werden uns beim Mut darum kümmern, was mit Hunwald passiert. Ich glaube, wir sind uns im Augenblick alle ein bisschen einig, dass wir Hunwald potenziell präferenzieren für den Posten des Elderman. Aber das werden wir nochmal rausfinden, was sich da am Ende bei dann tatsächlich abspielt. Ich glaube ja, das kann was Gutes werden mit dem Jungen. Ich glaube, das ist mal unser neuer Cheobert, den wir ja so schmerzlich vermisst haben und den wir ja gerecht haben, indem wir Eva getötet haben. Nur um da nochmal alte Wunden aufzureißen von vor ein paar Monaten. Ja, und das Ganze machen wir. Nice, wir haben 69 Nickelinge. Das Ganze machen wir am Mittwoch. Da streamen wir wieder von 19 bis etwa 21 Uhr. Vielleicht ein bisschen länger, wenn wir noch ein Beast treffen. Und lasst uns gut gehen spielen. Assassin's Creed Valhalla. Ich freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Ich freue mich aber auch, wenn ihr am Freitag sagt, okay, machen wir ein bisschen storylastiger. Wobei wir heute jetzt auch schon echt wieder versuchen, sehr storylastig zu spielen. Ich brauche eine gute Geschichte, die mir erzählt wird. Dann spielen wir am Freitag um 19 Uhr bis vielleicht 21, 30, 22 Uhr, je nachdem, was es sich anbietet. Dann auch Last of Us. Wir fangen frisch damit an. Ich glaube, das wird eine ziemlich coole Kiste. Da freue ich mich drauf. Ja, und bis dahin bleibt mir einfach noch zu sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgeschrieben habt, dass ihr mitentschieden habt. Das nimmt mir immer die Notwendigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine hervorragende Woche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und ja. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen. Bye, bye. Ich weiß nicht, ob ich winken muss. Ich muss aber winken. Ich bin Winker. Auch wenn das hier eine Großstadt ist. Ich glaube, ich muss Feierabend machen. Bis bald.